Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 auf der Hof Bergmann. So, wir starten wieder. Ging das ja mit dem Flügen ein. Aber da muss ich mir erstmal einen Flug zulegen. Und hab ich schon gekauft. Ich guck mal. Ich guck mal in der Garage. Da ist nix Flug dabei. Okay. Da müssen wir uns hier ein organisieren. Da ist er. Mein Schwarz. So, da wir ja einen Lieferservice vom Händler haben, lassen wir uns das Ding auch liefern. Holen. So, das Gewicht muss ich noch holen. Ich sage, da fehlt doch was. Das, was mir abmontiert, zwecks der Spritze holen. Wo ich dachte, ich muss auf der Wiese Ding, bin aber wahrscheinlich im Feld verrutscht. Oder neben mir fällt was. Ja, ne, die Ding, die Unkraut vernichtet werden muss, auch nicht auf der Wiese. Aber lieber man hat, als man hätte das Ding da. Ist meine Devise. Darum tun wir es eh irgendwann mal, denke ich. Das sind erstmal drei Felder, die wir pflügen müssen. Und dann geht es erstmal los hier. So, das sollte passen. Und dann wird das besser hinten vorne nicht. Ich glaube auf 6,1. So, ich muss aber ganz kurz hier rein. Und zwar 6 Meter. Machen keine Faxen. So. Denken ab. Und nie abkoppeln, sondern absenken, habe ich gesagt. Momentan reicht manchmal echt schneller zu, weil ich kann nicht mit dem fahren. Jetzt los. Hat irgendwie gehangen. Warum auch immer. Ich glaube, das liegt daran, wenn er an links rumsteht, so beleingräbt. Habt aber auch keine Reha drauf, dass das der Fall sein dürfte. Aber vielleicht hat Anita irgendwas gemacht. Das weiß ich nicht. Auf welchen Spaktorea immer. Weil es mit den Daten kollidiert. Das könnte ich mir zumindest gut vorstellen.
So. Das ist eine Kaltschlacht. Das kann man es nicht befehlen. Anders kann man es nicht betiteln. Und ab der nächsten Runde geht es in die Auflaufbahn. Ich brauche schon eine Woche, um das Ding zu putzen. Nee, 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 hier machst du was mit. Falsch. Aber es ist, wie es ist. Nächste Bahn. Warum hat das Feld schon mal so gut wie geschafft? Und Attacke.
Gut, das war das erste Feld. Schützen. Da müssen wir wieder die falsche Taste. Absenken können wir mal auf Q mit. Bei mir auf dem Lenkrad ziemlich nah beieinander, mit so viel Wurstfinger. Es ist nicht so einfach, wenn ich ein bisschen mürrisch gucke beim Drücken. Oder die Tasten so im Groben und Ganzen. Müsste ich es eigentlich im Kopf haben, aber ist der, wie es ist, immer bloß so halb hingeschielt und zack, falsche Taste erwischt. Freestyle hier. Das bringt sonst nichts. In der nächsten Bahn wieder Überlappung, Verschwendung. Gut voran, anders kann ich es mir sagen. Hätte ich nie gedacht, dass ich so gut vorankomme mit dem Fliegen. Und mehr wie 6 Meter brauchst du auf der Bergmanie, maximal 9 Meter, das ist also das Gefühl. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist extrem übertrieben, das ist die Bodenwalze. So, schon mal gucken. Bei den Walzen. Na, 4 Meter, das ginge noch. Die könnte man noch holen für 4 Meter. Bei 12 Meter sind es ja schon wirklich übertrieben bei den Feldern. Ich bin bitte nie im Hof näher. Wenn man dann mehr Fläche hat, ist es vielleicht wieder was anderes, aber ich habe ja bloß erstmal 4 Felder. Das finde ich etwas übertrieben. Und wie gesagt, das ist halt persönliches Empfinden. So viel Megamaschinen passt in der öffentlich irgendwie zur Bergwand. Kann jeder anders sehen, ich sehe es so. Klein bis mittelgroß ist für die Karte optimal ausgelegt. Weil hier mit dem Fan ideal rumkrapsen, so mit dem Glas Lexion. Du machst hier eine Bahn hoch, eine Bahn runter, eine Bahn hoch, dann bist du fertig. Ins Kämpfen, aber er schafft es.
Runde 3. Da müssen wir uns als nächstes eine Seemaschine ausgucken. Doch schon meine Kuhn mit Fronttank. Ich sollte erst ohne Fronttank holen, weil ich die Seemaschine Fronttank reinballern soll. Jetzt will ich ja hier Soja drauf bringen. Seitdem es kommt ein Map-Update mit dazwischen und ich weiß, dass es kommt. Ich weiß nur nicht wann. Wenn ihr die Folge seht, ist es vielleicht schon erschienen. Ich hab's noch nicht, bin jetzt an dem Mittwoch vor Ostern. Ihr seht die Folge dem Ostermontag. Da es noch ein paar kleine Problemchen gab es, was wir festgestellt haben mit den Livestreams von Prodax. Da es Probleme zum Beispiel am Leinenhof mit dem Ballenlager, das hat ein bisschen rumgesponnen. Da waren noch immer die Ballen ohne Zugehörigkeit. Wenn ich jetzt an den Ballen rangehe, steht der Ballen gehört dir im Singleplayer oder dann Hof 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn man Multiplayer spielt. Aber dort stand das halt nie dabei bei den ausgelagerten Strohballen. Da hat das Ballenlager wieder ein bisschen buggy nicht verhalten. Und da weiß ich jetzt nie, ob sie rausfliegen oder ob Andi das irgendwie umtüdeln kann, dass es nicht mehr vorkommt. Dann haben wir im Stream, wir wissen nicht, ob so im Forum schon gemeldet worden ist, festgestellt oben bei der Hühnerzucht. Was der Kuhtrailer, der hinterm Kuhstall steht, passt da nicht rein und der Trigger ist eigentlich im Stall. Wo er auch hingehört, meine ich, aber wenn der Trailer nicht reinpasst, das Gebäude umtüdeln dauert 10-mal länger als den Trigger rausziehen. Wenn es nochmal ein Map-Update gibt, würde ich die Zerrichten im Livestream machen. Aber jetzt nochmal alles wieder von Null und hier hast du nicht gesehen? Nee, muss nicht sein. Das muss dann nicht sein. So, haben wir knapp anderthalb Felder geschafft in der Folge, wie es aussieht. Wenn ich so bei mir auf dem Tacho schiele, ist immer fast durch mit der Folge. Und die 5 haben wir zur Hälfte, würde ich sagen, knapp. Und die 6 haben wir komplett. So, und jetzt sind wir auch am Folgenende. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.